Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge von der Trollercoaster Tycoon. Wir haben ein bisschen am Tunnel rumgeschraubt und hier ein bisschen Bebüschung ins Loch reingeschmissen. Sollten wir weitermachen mit. Weil Büsche sind nämlich was ganz Tolles. Büsche im Loch, okay. Ja, hier Wurzeln, Tentakeln. Ja. Ne, hier für Kio und so. So, zack. Hatte ich nicht gesagt, kopieren und setzen? Oder muss ich das jetzt jedes Mal machen? Ja, ich muss das scheinbar jedes Mal machen. Okay. Macht ja auch nichts. Oh, jetzt kommt der Busch oben raus. Das wollen wir natürlich nicht. Oder wollen wir das? Ich weiß das nicht so Nein, genau. Nein, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Dann schieben wir das noch ein bisschen nach rechts. Und dann haben wir da auch nicht so wie aneinander gereiht, sondern so ein bisschen mehr so random. Randome. Busche? Lassen wir das jetzt? Oder wie machen wir denn jetzt noch weiter? Hast du noch eine Idee, sag mal, Cassie? Cassie, du weißt doch sonst immer alles. Sag doch mal was. Ich würde das gar nicht so übertreiben mit den Tentakeln. Sind das schon zu viele Tentakeln, sag mal? Nee, jetzt ist momentan gut, aber das reicht dann auch. Ja, okay, mehr kannst du nicht handeln, sagst du, ne? Das ist schon... Nee, das, irgendwann ist auch meine Kapazität ausgeschöpft. Okay. Ja, ich muss das ja fragen, ne? Gibt's noch andere Varianten von den Büschen? Von El Busho? Du meinst, dass es farblich ein bisschen buschiger wird? Oder wie meinst du das jetzt? Ja, also nicht vielleicht mit Blumen, sondern eher so ein bisschen dunkler oder ein bisschen heller noch, dass ein bisschen mehr Varianz drin ist. Ja, die können wir ja immer noch reinsetzen. Ich guck gleich mal. Okay. Aber ich muss ja jetzt erstmal noch ein bisschen was begrünen. Das ist ja grottig, ne? Das ist ganz schön grottig. Das finde ich aber schon wirklich sehr nah an der Bahn, ey. Da bin ich mal gespannt. Wie sich das so verhalten tut dann gleich. Hör mal. Boah. Träumchen. So, noch ein bisschen hier rüber. So, bis ganz dicht an der Bahn dran. So. Und dann gucken wir mal, was wir noch so an schönen Buschwerk finden. Ja. Wir könnten einen Beech-Tree nehmen. Beech-Tree. Den müssen wir natürlich, der ist natürlich sehr groß. Den müssen wir natürlich hauptsächlich halt in der Erde irgendwie verpflanzen. Wir gucken, was davon überbleibt. Ist, glaube ich, ein bisschen was anders grün. Leicht. Aber nicht viel. Was haben wir denn da noch so? Oh, eine Tanne, ne? Eine Tanne. Geht ja auf Weihnachten zu, da können wir eine Tanne hier reinpflastern. Nee. Nee, nix Tanne, nix. Nix Gut. Tanne. Nix El Tano. El Tano. Oder El Tono. Ja, das ist aber. Ach, guck mal hier mal was Dunkleres. Das können wir da, glaube ich, mal ein bisschen was zwischenstreuen hier. Ah, den Large Green Bush. Okay, ja. Ein Bush. Oh ja, so eine Farbvariante meinte ich. Können wir den nochmal ein bisschen hier rüber schubsen? Halt einfach, damit da ein bisschen was nicht so einfarbig ist, meinst du, ne? Genau. Ja, das finde ich auch ganz cool. Und dann vielleicht tatsächlich doch noch so ein bisschen nebelig da rein. Also ganz leichten oder Wasserdampf, was ja Nebel ist. El Nebel ist doch... El Nebel, ach, entschuldigen Sie. Ich habe den L vergessen. Es tut mir leid, aber das kann wirklich auch in den besten Familien mal vorkommen. Also finde ich jetzt. Ich weiß nicht, ja, wie du das siehst, ob du da jetzt auch wieder hier Widerworte geben möchtest oder das einfach akzeptierst. Kann auch mal ein Auge zudrücken. Okay. Mach mal gerade. Oh, ich könnte auch Bubbles machen. Ah, Bubbles. Bubbelchen? Boah, jetzt will ich aber gucken, wie die Bubbles sind. Da muss ich aber kurz in Pause ändern. Ah, Bubble. Guck mal, Bubbles. Ich hab noch keine Bubbles. Meine Bubble. Bubbles. Bubbles. Ist das jetzt bubbelig genug, oder? No. Ich glaube, das sieht süß aus, aber es passt doch gar nicht. Ich mach das mal weg, ne? So, was haben wir denn? Flamethrower, das ist auch gut. Jo. Ja. Dann
die schöne Frisur passend noch. Warte mal, Mist. Mist ist für einen Sumpf eher sowas, ne? Smoke nicht. Spark? Was ist Spark? Britzelfitze. Steam Jet Large. Steam ist Dampf, das wollen wir nicht. Steam Small, auf einer Platte. Das gucke ich mir mal eben an hier. Wobei, das brauche ich ja noch gar nicht bauen. Das kann ich erstmal entpausieren. Ich glaube, das ist genau das Richtige, oder? Moment. Oh, das sieht gut aus. Ja? Oh ja, also die Textur von dem Dampf gefällt mir. Das passt ja jetzt auch mehr so zu El Grotto, ne? Das ist ja... Das ist so richtig El Grotto. Das Problem ist, dass ja auch sämtliche von diesen Einheiten tatsächlich kosten, ne? Pro Monat. Das finde ich auch halt das Coole daran. Pro Monat? Ja, ja. Von diesen Hubbels und Dampf und so? Ja, ja, genau. Die okay. Laufen ja 24/7 und folglich haben die halt auch Unterhaltskosten. Macht Sinn, finde ich gut, dass es eingebaut wurde. Weil ja, die generiert ja tatsächlich auch Spaßfaktor halt auf der Bahn, ne? Dass sie halt höher gewertet wird. Von daher ist es, macht es ja auch Sinn, dass es nicht nur Anschaffungskosten, sondern auch Unterhaltskosten gibt. Das ist stimmt. Ist wie mit den Kindern. Ne, da hast du einmal Anschaffungskosten und dann nochmal die Unterhaltskosten. Anschaffungskosten wie Kinotickets und so. Nö, ich dachte jetzt eher so die Importkosten. Ach, die Importkosten. Ja, ich weiß ja nicht, wie du deine Kinder machst, aber ich importiere die immer. Plug-in. Plug and play, ne? Ja, so. Genau. Die Tentakel da oben sind jetzt schon so ganz gut, aber ich glaube ein bisschen mehr nach hier hinten auch noch so, ne? So vereinzelt. Nach weniger werdend. Also, ja. Weniger werdend, weil wir können ja hier oben auf dem Berg können wir ja große Bäume draufsetzen, dass das im Prinzip so impliziert, dass das die Wurzeln sind, die von den Bäumen da oben durchkommen. Und es dann halt immer weniger wird, weil das Gestein dann dicker wird. Zum Beispiel. Ja. Gar nicht, dass die Wurzeln von Bäumen so bärtig sind. Du bist auch ein Bärt. Ja, nee, Bärt. So, ich finde das hier schon ganz schick. Licht bräuchten wir hier wahrscheinlich auch noch, ne? Nur so ein bisschen. Wir können ja hier Licht, also hier können wir die Strahler reinmachen, die durch diese Dinger durchscheinen. So als einzige Beleuchtungsform. Das wäre doch bestimmt cool, wenn es dunkel ist. Ich glaube, das kann man machen. Warte mal. Light Properties. Das Ding genau hier drauf setzen. Wie es sogar tatsächlich einzelne Punkte sind, die hier wirklich drauf Das ist ja echt geil, weil es in LED. Sogar sehr energiesparend hier, ne? Mit LED. Hast du es? Nee, noch nicht. Tut weh. LED? Oh. Sag doch, das tut doch heute oder das mal weh, der Tag. Da habe ich echt nicht schnell geschaltet, aber. Oh. Ich hab keinen Spaß, und tut mir leid. Da dreht sich Annie Bell im Grab rum. Gott, ey. Keine Chance, ich muss definitiv gleich weg. Ey. Du musst heute nicht arbeiten, du bist auf Fortbildung. Also das ist ein ganz großer Unterschied, ja? Ja, aber... Nee, nicht aber. Aber. Nee. Einfach nee. Ja, aber. Ja, aber doch. Aber nee. El nö. El nö? El nö. El nö. Petit Papa Noel. So, ich muss doch eure Verrücktheiten woanders verbreiten. Nö. Ach, Scotchy, ich weiß, was der perfekte Job für dich wäre. Dich in Leitstand setzen bei uns. Oh ja.
Oh ja. Hell yeah. So, dann drehen wir mal nach dahin. Ich weiß, dass die Befestigungen sind natürlich jetzt hier ein bisschen was Besonderes. Vor allen Dingen, weil er jetzt irgendwie hier tot ist. Hallo? Wer ist tot? Drogge? Eldrogel. Eldrogel. Wieso? Hä? Ich bin jetzt hier gerade ein bisschen überfragt, warum ist das so? Es beleuchtet irgendwie nicht schön hier. Das ist gut. Das da drüben ist Kacke. Huch, Basic Controls? Nee, weg. Weg! Weg! Husch! Ich gehe mal hier aus diesem Ding raus und baue mal vielleicht ein ganz neues einfach mal. Ist gar nicht so einfach. Aber nee, läuft es jetzt noch oder ist es. Ah, nee, es wird gerade dunkel, deswegen. Das ist gut. Da kann man gleich die Beleuchtung testen. Genau. Denn das ist ja auch wichtig. Ja, für die Atmosphäre und so. Genau. Voll Atmo. So. Jetzt ist es natürlich wieder schon komplett falsch ausgerichtet. So. Also ich bin ja übrigens sehr, ein sehr großer Fan von diesem komplexen über, was sind das, 6 Achsen? Nee. Doch. 3 mal 2. 5, 6. Ja, das war clever jetzt. Das sollte ich nochmal machen. So. Und da wollte ich das haben. Okay, zack. Und dann stellen wir das mal auf was Dunkles. Ich finde das, glaube ich, ganz schön so. Das ist nicht zu viel Beleuchtung. Aber auch nicht zu wenig. Ich glaube, das kann man so lassen. Habe noch abwarten. Na gut, Station müssen wir auf jeden Fall noch machen. Bei der Station überlege ich, ob ich das mit Lichtern machen soll oder mit Fackeln. Fackeln. El Fackel. Ey, was hast du für ein Ferkelskram gesagt jetzt hier? Fackel. Fackel. Au, 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 au. Die sehen schon ganz cool aus. So, ich mache was? Ich mache kurz eben hier die Fackeln dran und dann, wir haben jetzt diesen Übergang da in die Grotte nach rechts. Lassen wir das komplett offen oder ziehen wir da von der Seite hier eine Wand noch hin, damit es zu ist? Ich würde es offen lassen. Komplett das, offen? Ja. Das sieht nämlich echt gut aus, wenn dahinter so ein bisschen die Deko durchblitzt. Und macht ja auch Lust auf mehr, wenn man schon die Schienen dahinter sieht, ne? So, wenn man im Wartebereich steht. Ja, bei der nächsten Bahn werde ich die auch den Wartebereich komplett in die Bahn wahrscheinlich integrieren, sodass man wirklich da durchläuft, durch dieses, die Fläche da hinten und nicht so ein bisschen abgeschottet davon ist. Ja. Weil ich denke tatsächlich, es gibt ja, die Leute reagieren ja auf alles an Szenerie und auch an Bahnen. Deswegen soll man die auch nach Möglichkeit irgendwo an einem Weg vorbeiführen, an einem normalen, weil die dann halt auch wirklich Bock auf die Bahn kriegen und ja. Mhm. Dadurch natürlich logischerweise auch das Rating nach üben geht. Nach hoch. Nach Hür. Ja, super. Das hängt natürlich jetzt hier total blöd, wenn wir die ein bisschen weiter nach innen machen hier. Ey, so ein Fummelskram, ne?
Träumchen. Oh, ich wusste gar nicht, dass man hier durch kann. Bummeln tut der Scotchy gerne. Nee. Man kann nicht durch den Stein rein, aber man kann durch ihn rausscrollen. Das macht bedingt Sinn. Dann machen wir mal das Licht eben an. Ist aber auch schon sehr heimelig, ne? Also wenn das jetzt nicht überall ist. Wobei hier haben wir ja noch welche an der Seite. Ah, dann können wir das ja auch nochmal. Hier an der Seite können wir das ja tatsächlich machen. Nur halt nicht auf der anderen Seite. Müssen wir uns was anders einfallen lassen. Vielleicht wieder wirklich oben an die Decke Spots machen oder so. Du kannst ja überall so ein bisschen indirekt, damit die Decke auch beleuchtet ist, so Hey, ein je weiter die weg bisschen. sind, desto heller wird das Ding ja auch tatsächlich. Desto dunkler. Mehr verteilt sich der Strahl. Ja. So, einmal kurz anmachen. So. Ich glaube, das ist schon ganz gut so. Jetzt müssen wir nur halt wirklich hier so eine Spotbeleuchtung machen, weil hier sind ja die Wartedingsies. Die wir tatsächlich ja auch noch verkleiden können. Mit Holzbretters. Aber dafür soll es, glaube ich, gerade mal hell sein. Deswegen lassen wir mal die Zeit weiterlaufen. Dann können wir nämlich erst wieder die Einrichtung bauen. Also Zäune, Abdeckungen und so weiter und so fort. Und dann als nächstes, wenn es dunkel ist, wieder die Beleuchtung davon machen. Ja, guter Weil Plan. tatsächlich ist hier ja auch ein Weg. Den sieht man nur nicht. Warte, hier sieht man natürlich gerade gar nichts. Das ist das große Problem. Oben meinst du? Nee. Oben sowieso nicht. Ich wollte ja jetzt erstmal, hatte ich ja die ganze Zeit schon gesagt, eigentlich erstmal den Quick Path Entry machen. Ja, schon seit 2 Stunden. Ja, so ungefähr. Hi, Chrissy. Die Folge wird übrigens schon wieder was länger, Natürlich. weil ich glaube ich die ersten 10 Minuten schon wieder vergessen habe, drauf zu latschen. Oh, Planet Coaster Beta-Info ist gerade bei Steam aufgepoppt. Moment. Ja, ich bin jetzt auch sehr gespannt. Ich habe hier gesagt. Wenn es jetzt gleich lauter wird, wissen wir, dass was Positives ist für Moment, Sie. das ist so viel Text. Oh Gott. Ja, bitte. Ja. Wir sind da. Moment, ich muss das lesen. Und da haben wir gegessen. Das ist zum ersten Mal erkannt. This afternoon. Oh. Nee, 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 nee. We will be updating the street throughout the day to let you know exactly when it all happens. So be sure to check in It's regularly. happening! It's happening! Oh mein Gott! Remember that all communications regarding Planet Coaster and the Beta will come from official channels and the community team only. Ja, ist klar. Is this wood? No, this is not wood. Is this wood? Yes, this is wood. And where is the small wood thing? Castle Buttress. Da steckt Butt drin. Das ist vielleicht ein bisschen groß. Ich muss gleich mal niesen. Gesundheit. Ich hoffe, das war noch rechtzeitig. Ich befürchte, nein. Man hat den Anfang mitbekommen, man wusste, was passiert, aber dann hat man das Ende nicht mitbekommen. Oh, Das schade. Soll ich es heißt, nochmal machen? nee, geht schon. Ich suche jetzt hier gerade nach einem Ding. Einem Ding, was so kurz ist, dass es hier reinpasst. You are going to be treated to even more additions, such as Rolling River, Chair O'Plane, Tiki Chicken and Missy Ellie Entertainers and the Balloon Shop. Ich bin jetzt gerade verwirrt. Was erzählst du uns da? Was jetzt noch in die Beta eingefügt wird. Ah. Zusammenfassend einfach sehr viel. Ja, Rolling River, das ist wahrscheinlich die Wasserbahn. Sehr Der wahrscheinlich. Chair O'Plane, das ist wahrscheinlich so ein Mini-Fahrgeschäft. Tiki Chicken. Hört Missy sich auch Ellie irgendwie danach an. Entertainers, also das ist ein Entertainer und der Ballonshop. Oh, Ballons. Ah, da bin ich mal. Ich hoffe, du weißt, was ich hoffe, was sie reinbringen. Weißt du, was ich hoffe, was sie reinbringen? Dass man die Ballons kaputt machen kann mit der Maus? Richtig. Ich weiß nicht, woher du das hast. Ja, woher wohl? Dein Oder dass Ernst, du man weißt die es nicht? Enten anklickt und sie quaken. Ja. Sind diese Pöllers hier in Ordnung, Cassie? Cassie, guck mal, Diese Cassie. eckigen Pöllers, Ja. ich finde sie tatsächlich ein bisschen hoch, aber Wieso gut, kannst hoch? ja noch. Ja, Du, hoch. Cassie, ich habe sie jetzt tiefer gemacht, extra Ach, für dich. Guck mal, jetzt Cassie. tiefer. Ja, dann sind sie
total in Ordnung. Ja, Ela, guck mal, ich nehme gerade auf und streame, nur so nebenbei. Also schön, dass du Wolken mit Schnee hast, aber ich habe gerade was anderes zu tun. Du hast genauso reagiert, wie ich haben wollte. Geguckt. Das nächste Mal hau ich dir auf den Sack. Mal gucken, wie du dann guckst. Ja, ja. Kannst du gucken, wie du guckst. Du Guckfisch. So. Also so ist das in Ordnung, so als Pötter. Sollen wir da noch mehr reinmachen oder ist das so von der Menge in Ordnung, Cassie? Sag mal. Ich finde die Abstände super. Ja, gut. Weil wenn wir das wirklich dann wegmachen können, dann haben wir nämlich jetzt tatsächlich dann schon unser Gerüst hier, unsere Laufdingsi. Das finde ich nämlich echt gut, wenn wir das ausblenden können. Dann haben wir nämlich wirklich hier alles aus Holz, so richtig grottig. Hm? Holz. Boah, was wir an Holz vor der Grotte haben, das ist ja echt ein Traum, du. Ja, ich finde das ganz gut so. Tatsächlich. Vielleicht hier wirklich dir noch dahin legen, dass der hier auf der Dings ist. Kurze Zwischeninfo an dich, Scotchy. Du hast ja bisher Early Bird Version Inhaber, ne? Ja. Hier steht, as a reminder for all of you who have an Early Bird Version, you will need to claim your Thrill Seeker Code separately, since it counts as a different Steam Product. Ja. Hast du schon gemacht? Bestimmt. Irgendwann kam eine Mail mit einem Code und bla. Also, es müsste eigentlich gehen. Alles klar. Ich wollte dir nur sagen, nicht, dass du nachher da stehst und nichts machen kannst. Dann hau ich den auf den Dödel, hau ich den dann. Ich wollte sowieso rüberfahren und meckern und dann fahre ich nochmal rüber. Wegen der Käppi, ne? Genau, wegen der Käppi. Da war das. Das war das mit der Käppi. Ich lass mich ja nicht verarschen von denen hier. So. Hier müssen wir natürlich auch noch was hinbauen. Und zwar El Pelé. Wieso kann ich den nicht auswählen? Ela, hast du es schon wieder kaputt? Ela, hast du... Okay. Ah, jetzt. Ist natürlich blöd, dass sie ein bisschen sehr lang sind, die Teile. Die kann ich oben tatsächlich nicht benutzen. Sonst gucken die nämlich überall raus, die Stückchen hier. Aber ich muss sagen, es gestaltet sich jetzt schon langsam zu einem richtig hübschen Ding. Das sieht schon echt genial aus. Und dann fehlt dann auch die Custom Music. Dass du wirklich Lautsprecher noch hinpacken kannst und dann halt einfach mal das einfügen, was du da halt haben willst gerade. So ein bisschen Dubstep in die Höhle. Wupp, wupp, wupp. Passt natürlich auch total. Ungünstig ist es gerade, dass ich nicht sehe, wohin ich das so richtig verschiebe, wenn ich die Kamera hier am Drehen bin. Ich glaube, Cassie ist gerade umgefallen. Nee, ich mache mich gerade lustig über ein Schulenglisch von einem Typen aus Deutschland, der kommentiert hat unter dem Ding gerade. I live in Germany. By me, it is 6.45 Uhr and 9. November. This is very bountiful. Please release, I want to download it over school time. Ja, so wie der sich anhört, sollte er vielleicht noch mal ein bisschen länger in die Schule gehen, ne? By me it is. Ja, hast du nicht so ein gutes Englisch? Ich bin definitiv kein Native Speaker, ich kann mich aber verständigen und zwar nicht mit by me it is. Aber mit den Füßen. Mit den Füßen, richtig. Ja, das ist ja auch wichtig, dass man sich mit den Füßen verständigen kann. Ne? So, ich hab das jetzt hier mal zugebaut. Dann sieht das jetzt auch schon wieder ein bisschen anders aus. Ein bisschen hübscher auch tatsächlich. Noch hübscher. Noch hübscher. Cassie, hör mal. Du glaubst doch wohl nicht, dass das so schlecht hier aussieht. Könnte. Dinge. Droggel. Ja, die Treppe können wir ja nicht großartig ändern. Außer wir machen hier wirklich noch Gestein hin. Was hier hochgeht. Das wäre ja auch nochmal eine Option. Das versuche ich mal, oder? Ja, ich versuche das mal. Ich versuche das einfach mal zu machen mit einem schönen Stein. Schon eine schöne Stein bist du, Schätzelein. So. Passt natürlich wieder nicht, weil Stein zu dick. Blöd. Oha, was habe ich jetzt gemacht? Oh, wieso ist das so rot? Ach, weil ich im Stein drin bin. Okay. Eine außergewöhnlich steinische Erfahrung. Oh Gott. Hm? Ich bin noch da, was ist denn los?
drehen, ziehen, fletschen. Ne, ich glaube, das ist einfach zu groß. Ja, der ist auch nicht viel kleiner. Der ist süß, der ist zu klein. So, gucken wir lieber, dass wir die genau so legen, dass es passt. Die können ja ruhig ein bisschen hier drin sein, so. Ich möchte halt nicht, dass die hier rausgucken. Das fände ich ein bisschen unsexy. Das tun sie bis jetzt auch nicht. Das ist schön. Wo war dieser außergewöhnlich kleine Stein? Warst du das? Nee. Du? Ja. Meinst du mit rausgucken an der Treppe oder wie? Oder draußen nee, auf der auf Wand? Genau, draußen auf der Wand. An der Treppe kann sich das ja ruhig ein bisschen überschneiden. Dann ist es wie in den Stein reingetreppt. Also geschlagen. So. Ich glaube, das sieht nachher ganz hübsch aus. Dann hat man das auch nicht so betonig. Was ist denn da? Und man kann sich da echt stundenlang mit aufhören, das ist das Problem. Oh, tun wir ja auch schon. Aber dann sieht es halt nachher tatsächlich nach was aus und nicht einfach nur so wie hingekackt. Wie das bei den meisten Sachen aussieht, die irgendjemand da schnell auf die, ja. Ich sag jetzt nicht Moviepark, aber. Man so kann es aber Richtung. Halt auch, ne? Also wenn man dann die Möglichkeiten hat, dann muss man sich damit auch beschäftigen. Ja, ja, das ist richtig. Ich glaube, der wird ein bisschen zu groß sein, der Stein. Aber wenn der dahin passen würde, wäre das schon schön. Nee. Nee. Ich weiß nicht, was heute noch so alles kommt, Kyo. Ich glaube aber, es bleibt bei Planet Coaster. Habe ich so im Urin. Mist, guckt immer noch ganz leicht raus. Ha, gewonnen! Ui, oh ja. Oh, das ist, glaube ich, ganz gut hier so. Oh ja. Mit dem Stein nach draußen? Nee, der ist nicht nach draußen. Das passt jetzt. Und bei mir ist er noch draußen. Deswegen. Ganz leicht. Ah, jetzt nicht mehr. Ja. Ich könnte cheaten. Und die Fackel drüber hängen. Hängen Poster drüber. Die Ela weiß, worauf ich hinaus will. Ja. Ja. Das war ihr kreativer Output. Ja. Ja. Seit 10 Minuten nichts gesagt, einfach nur ja. Einfach mal ja in den Raum schmeißen. Ja, ich bin gerade so ein bisschen eingeschlafen. Oh. Mit offenen Augen. Macht nichts, solange du den Sabber nachher aufwischst, was du da hingeschmiert hast, passt das. Wieso? Ich hab da eine Bettdecke über dem Schoß liegen. Die saugt alles auf. Ja. 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 Nee, ich war gerade am Träumen. Ich habe mir gerade Bilder angeguckt. Oh. Scotchy, als er jung war. Was? Nicht so faltig wie jetzt. Was? Was denn? Ich glaube, wir müssen uns gleich mal unterhalten. Warte, soll ich mir lieber Fotos von Holländern angucken, die ich nicht mag? Ja, mach das bitte. Manchmal beneide ich dich ja. Weißt du das? So viel Aufmerksamkeit. Nein. Aufmerksamkeit kriege. Nein, ich beneide dich einfach darum, dass du so ein einfaches Gemüt hast. Dich kann man so leicht erfreuen. Ja. Bei mir ist das ein bisschen was schwieriger. So, die Folge ist vorbei. Wir haben auch wieder eine halbe Stunde Quetsch gemacht. Und, oh Gott, schon wieder. Ja, schon wieder, tatsächlich. Ich flitze mal kurz eben hier raus aus der Grotte. Ach, wobei, das machen wir erstmal so. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin alles Gute, Dankeschön fürs Zuschauen und ciao, Wikowski.